Detective Norman, darf ich mich setzen? Ich bin spät dran, aber ich wollte nicht gesehen werden. Sie wissen, was ich meine. Was kann ich Ihnen bringen, Sir? Nur einen Kaffee. Kommt sofort. Mit Leuten wie Ihnen gebe ich mich sonst nicht ab. Ich habe Ihnen ein Geschäft anzubieten, Detective. Ich bin kein Geschäftsmann. Und selbst wenn ich einer wäre, würde ich mit Ihnen keine machen. Ich mit Ihnen normalerweise auch nicht. Aber das hier ist ein Sonderfall. Gut für Sie und Ihre Vorgesetzten und gut für mich. Es geht um eine Art Tausch. Tausch? Nun, ich bekleide eine Führungsposition in einer nicht ganz legalen Organisation. Es ist eine dieser Organisationen, von denen Leute wie Sie gerne mehr wissen möchten. Und andererseits möchte ich aus bestimmten Gründen nicht... Hier, Ihr Kaffee, Sir. Danke. Ich möchte mich aus bestimmten persönlichen Gründen von dieser Organisation distanzieren. Es ist nicht leicht, aus dem Geschäft auszusteigen. Sie wissen, was ich meine. Ich habe eine ungefähre Vorstellung. Sie haben eine Kugel im Kopf, wenn Sie nicht schnell verschwinden. Stimmt's? Das ist nicht der einzige Grund. Haben Sie Kinder, Detective? Ich habe Frau und Tochter. Und ich will nicht, dass Sie wegen mir Probleme kriegen. Und ich kann nicht jedem gewöhnlichen Kriminellen Schutz bieten. An Ihre Familie hätten Sie früher denken sollen, ich... Ja, sicher. Hören Sie, ich will nichts geschenkt. Also, hier ist mein Vorschlag. Sagt Ihnen vielleicht der Name Salieri etwas? Salieri? Natürlich tut er das. Bringt Sie etwas mit ihm in Verbindung? Kann man so sagen. Ich habe mehrere Jahre für ihn gearbeitet. Jetzt will er mich ausschalten. Wenn Sie mich und meine Familie schützen, sage ich Ihnen alles. Namen, Daten, Fakten, alles. Genug, um ihm lebenslänglich zu geben. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Wenn ich damit zum Chief gehe, muss ich alles wissen, was Sie wissen. Ich muss sicher sein, dass Sie vor Gericht aussagen. Klar, wenn Sie Zeit haben, erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Und alle Dinger, die wir über die Jahre gedreht haben. Gut, ich habe Zeit. Ich bin ganz Ohr.